Moin Moin, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, beim großen Preis von Ungarn im Rennen mit dem Virus. Ei, grüß dich! So, dann gucken wir auch mal direkt nach der Strategie. Oh, ja, sechs Runden, 18 Runden insgesamt und nach den ersten sechs Runden muss man schon wieder die Reifen wechseln. What zum Geier, ey? Also 18 Runden, oh. Wir haben einen Reifenverschleiß, das ist ja Wahnsinn, ist das. Wow, krass geil, krass heftig, ey. So. Ich starte in der zweiten Reihe. Wenn ich direkt mal links rüber sehe, dann sehe ich da auch schon mal was Blaues da. Hier wird einem ja gleich schon wieder schlecht bei, wenn man sowas sieht, ey. So, okay. Auf los geht's los. Rennen starten. Ja, soweit. Alles eingestellt. Passt schon. Ich werde schon sehen auf der Geraden. Jetzt habe ich natürlich erstmal die Arschkarte. Vor allen Dingen bin ich außen. Ja, gut gestartet, aber bringt mir nichts. Mir fehlen halt die Peseten. Hier geht so weit geradeaus, das ist. Ja, Virus macht erstmal einen Ausritt, weil er nicht gebremst hat. Ja, zu spät gebremst. Das sah eher so aus, als wenn du überhaupt nicht gebremst hättest, lol. Jeff sieht gut aus von der Startlinie weg, außer dass die Karre nicht nach vorne kam. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wann ich den richtigen Zeitpunkt habe, wo ich überholen kann. Ach ja, stimmt, ja, hast ja jetzt beide Ferrari vor dir, ne? Ja, komm, McLaren, Hamilton, fahr. Oh, Mercedes auch noch. Oh, die sind gar nicht mal langsam, Alter. Die wissen, wie sie fahren. Nee, nee. Ich sehe das gerade bei den beiden Ferrari, weil die Strecke so kurvig ist, ist das natürlich für den Ferrari die ideale Strecke. Die hängen mir voll am Arsch. Oh, diese Kurve vor Start und Ziel ist ja grauselig. Da konnte ich jetzt mal die lange Gerade nutzen, um mir den Hamilton zu knispern. Ein bisschen reifenschonend fahren ist bei der Strecke leider nicht so gut. Vor allen Dingen das langsamste Auto hast, da musst du schon Gallagher heben. Ja, das langsamste nicht unbedingt, aber alleine weil man immer über die Curbs drüber fährt, sag ich mal. Die tun ihr Übrigstes. Muss man auch. Ganz ruhig, mal Hotti. My Hotti is over the motion. Oh, da hat der Reihe können sich aber gerade so ein bisschen verfahren. Aber wer weiß, was der vorhatte. Oh. War direkt hinter. Oh, jetzt gibt's DRS. Das ist natürlich dann gut für ein Virus. So, abbremsen. Jawohl. Oh, dritten Platz. Danke. Danke. Er zieht dann gleich rüber, das kann ich jetzt nicht. Nee, langsam. Alles gut, Virus, krieg dich wieder ein. Ganz ruhig, ganz Schmalz beim Alz. Gott erhalt. So. Und da fahren wir mal genauso wie der Vettel. Da kommen wir auch heile an. Oh! Oder auch nicht. Oh, alles gut, alles gut. Moped wieder gefangen, alles zu. Ach, Menno. Oh, du kannst mich am Ei lecken, kannst du mich mal, du. Nee, das hättest du wohl gerne, damit mir überhaupt mal wieder einer dran leckt. Boah, aber nicht so was Haariges und Pelziges wie dich, ey.
Momentchen mal, eher andersrum, hör mal. Wer will schon freiwillig eine Kokosnuss lecken? So, wollen wir mal weitermachen hier? Schön Vorsprung rausfahren. Das ist das Problem, wenn man Erster ist. Man muss sein Pensum, man muss sein Pensum gut abfahren. Diesmal hat es nicht geklappt. Ich wollte auch nicht zu früh. Zu spät? Ich wollte. Nein! Ja! Ja, sicher! Ich wollte das so wie gerade machen. Da habe ich die anderen zwei auch überholt, aber ich wusste, da ich das beim dir letztes Mal gesehen habe, bei dem einen Rennen, dass du rübergezogen bist, obwohl der noch hinter dir war, hätte er dir den Arsch weg. Oh nein! Da dreht's mir den Arsch weg! Jo. Das Beispiel von mir sollte man auch bei dem einen Mal nicht nachmachen. Mal langsam fahren. Damit die Reifen wieder auf Straßengrip. Ohne zu driften, ja. Ja, solange noch Flügel alle okay sind. Ich habe mich zum Glück nicht komplett gedreht, sondern nur so ganz leicht eingedreht, konnte aber so gut wieder auf Straßenrichtung rausrollen. Also war da nicht halb so wild. Jetzt kann ich die ganze Arbeit wieder von vorne machen, aber okay. Soweit lief ja noch alles reibungslos. Kaum Kollision oder sonst irgendwas gehabt. Alles schön, alles gut. Oh, der Vettel, der ist echt flink, ey. Katastrophe. Oh. Ja, Jeff. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Alter, wie die Kurven nehmen, ey. Heftiges Pferd, ey. Aha. Oh, ich sehe das am Vettel, du. Der ist ganz schön flink. Aber die beiden Mercedes, die können hier gegen Ferrari nicht so gut anstinken, merke ich. Ist den wahrscheinlich zu kurvig hier. Oh. Aber ganz knapp den Bottas geschniggelt, ey. Oh Mann, komm nicht so weit. Oh, komm. Uiuiui, das war knapp. Waka! Jubelt, Leute, jubelt. Oh, da gab es schon den ersten Ausfall. Gut gemacht, Virus. Gut. Gut, geilo. Tango, ey. Tango, mein kleiner Schnuckelscheißer. Ah, jetzt merkt man langsam, dass die Reifen so ein bisschen nachlassen. Da gebe ich dir vor. Da muss ich dir recht geben. 38 ja, haben wir schon auf der linken Seite. Hinten rechts, der kriegt irgendwie nichts ab. Ja, hast du recht. 26 ist der niedrigste von allen. Also irgendwie hat man auch denn, dass man mehr Linkskurven als Rechtskurven wollen, Alter. Ja, nicht wirklich, aber gucken, wer hier geparkt hat. Magnussen, alles klar. Achtung, Achtung. Wie sagt man so schön, ein geparkter Haas ist ein guter Haas. Oh Mann, ich. Wortwitz. Okay, alles klar. Ja, Chef auch gerade. Okay, alles klar.
Ich sag Wortwitz und er sagt alles klar. Was eine Kombination. What the fuck? Boah, bin ich froh, wenn ich die Reifen loswerde. Ach! Du verfickte Lippe! Es ist doch ein beschissener Affe, ey! Ah, so ein Nudelkönig, ey! Ja, komm, Peres! Ach, Mann! Ich könnte wieder kotzen, Alter. Das ist wieder ein Rennen zum Scheißen, zum Brechreiz kriege ich wieder, ey. Meine Fresse, ey. Boxenstopp. Jeff, halt's Maul. Gut, will ich hoffen. Na gut, jetzt ist ja eh Boxenstopp-Fenster, da geht das noch. Ja, ihr habt die ganze Scheiße hier wieder am Arsch, Alter. Komm mal, ein so ein beschissener Scheißding, ey. Teamkollege ist in der Boxengasse, ja, soll noch mal hinmachen da. Ich bin nämlich auch so fast drin. Ja, Vettel war auch gerade da drin. Oh, komm doch mal rum, Alter. Ja, bis du kommst, dürfte dein Teamkollege aber schon wieder draußen sein. Brems ab, Mann! Mein Gott nochmal! Diese Boxeneinfahrt da, da ist doch. Ich krieg schon einen Anfall, krieg ich, ey. Ne, der Spoiler hat er natürlich nicht repariert. Oh Mann! Wieso? War der nicht rot? Ach. Oh, ich habe natürlich auch nicht auf Reparieren gedrückt, sondern nur Reifenwechsel. Geil! Ich bin auf Hüllzündung, ey. Ja, kommt immer drauf an, was du unten auswählst, ne? Oh, Jeff, Alter. Halt's Maul! 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 Ach, ist doch, was soll ich mit neuen Reifen, wenn ich denn. Boxenstopp in dieser Runde bitte. Wir geben dir ein paar neue Reifen. Ja, deswegen habe ich das Gott sei Dank meistens immer auf Autos stehen, außer wenn ich das nicht will. Ach. Wo ist denn diese scheiß Einstellung hier? Bei Benzinstand. Auch da. Das zweitletzte vor Reifen. Eine Scheiße. Die Kollege ist in der Boxengasse, oder? Soll er sich beeilen? Ja, egal. Verkacke ich das Rennen halt wieder. Meine Fresse, mich interessiert das schon gar nicht mehr, ey. Mann, nur Scheiße. Jo, mach ich doch glatt. Wechsel den beschissenen Flügel da. Für mich ist es eh zu spät, noch irgendwas zu reißen. Und naja. Los, los, los. Ja, habe ich jetzt gepennt, ist mir auch egal. Oh, ich bin nicht der Letzte. Da ist noch ein Blauer hinten reingefahren. Also klappt dein Teamkollege oder so. Ich bin's. Okay, bleib hinter der Weißen. Und auch mal reißen. Yo, Virus belegt den 18. Platz, wenn es dabei bleibt. Yo, scheiß auf deine gelbe Flagge, ey. Bei mir wird keine angezeigt, keine gelbe Flagge, von daher. Maul. Oh, was? Ja, gut, da hat sich wieder einer geladet. Konnte man jetzt leider nur nicht sehen, wer es war. Okay, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Was ist denn, warum kommt die Karre nicht um die Kurve? Hast du den Spoiler wieder nicht repariert, oder was ist denn das für ein Scheißspiel, ey? Ich hab das doch eingestellt, du Lauch, ey. Mann, was ich für eine Farbe an Spoiler hast du denn? Boah, ey. Wenn er nur gelb ist, machen sie das so nicht. Wieso steht da wieder auf Nein? Ich hab doch auf Ja gemacht, ey. Jetzt ist das ein Spiel zum... Oh, meine Fresse, Alter. Wie ich das hasse, ey. Hast du dich wieder verdrückt, Bau?
Mach mal auf Ja jetzt. Fahr ich halt wieder rein. Jo, kein Problem. Lass bloß das Ja drin, sonst lutsch. Gibt's da nicht, ey. Ach ja, Rennen für'n Arsch. Guckt euch das bloß nicht weiter an bei mir, Leute. Guckt lieber beim Camillo zu. Bei mir wird ja nichts mehr geboten. Du musst dich auch mal mehr konzentrieren, dann geht das auch wieder. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Nö, wenn man nur Scheiße fabriziert, nicht. Time to say goodbye. Los, fahr jetzt. Naja, ich fahr dann, wenn's mir passt. Alles klar, Jeff. Dankeschön. Mamma mia, bolla mia, di 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 di. Kommst du mir jetzt erst mit um die Ecke mit blauer Flagge? Jeff, du bist geil. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Wie kann man solche halbrunden Kurven? Ah. Alter Schwede, so weit weg ist der Vettel gar nicht. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Oh. La 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 la. Fahrradstand zum Auto vor uns beträgt 45,5 Sekunden. Rennen für den Arsch. La 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 la. Pack mir eine Pizza. Oh la la. Pizza Scheißdreck wunderbar. Oh. Gucken, dass man die beiden noch ein bisschen auf Abstand kriegt, da ist ja schlimm. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Der Wagen hinter mir interessiert mich gar nicht, Jeff. Ich weiß gar nicht, warum du mir das erzählst. Das ist vielleicht ein Günther, ey. Da vorne wird immer schneller, ey. Boah, das lässt jetzt aber auch wieder nach. Wenn sich die Reifen ein paar Runden eingefahren haben, dann ist da nichts mehr mit. Vor allem Benzin wird ja auch immer weniger, was man mit hat, kannst du sagen, von daher. Wahrscheinlich geht es um eine Runde oder so. Fahren wir lieber das Rennen zu Ende, als Rekorden nachzujagen. Wechsel auf Mischung 1 und gehen in Kurven früh vom Gas. Ja, so langsam kommt man wieder rein. Nö.
Erste Rennen ist immer ein bisschen. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ist doch ein beschissener Knutschsohn, Alter. Ist das ein beschissener Arsch, ey. Ich könnte diesen Wichser echt mal durch die... Ne. Hast du keinen Platz gemacht, oder was? Hallo, Boxenstopp. Ich komme. La 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 la. La 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 la. Di 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 di. Fahren wir mal ganz geschmeidig hier durch den Track. Beiden sauber nah hintereinander. Das ist immer kacke, wenn zwei sich streiten da. Und dann da zu überrunden ist zum Kotzen. Könnt ihr jetzt mal voll hinten reinfahren hier. Ach Eriksen, ist das dein Ernst? Fährt er mir einen roten Spoiler, Alter? Ich hasse Überrundung. Nee, ich komme jetzt nicht mehr an die Box. Die zweite Runde, die schaffe ich auch noch so. Dum di dum di dum 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 dum. Ich sag ja, Überrundung ist für'n Horst. Aber trotz roten Spoiler lässt er sich verstaunlich gut. Na gut, ist nur einseitig, Gott sei Dank. Oh. Warum nicht die weiße Linie überkreuzen hier? Oh, Rechtskurven sind ja grausam. Okay. Hab ich doch schon runtergeschaltet? Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Ich komme mit meinem Benzin nicht mehr in die Dingens, Alter. What? Bist du die ganze Zeit auf Fett gefahren, oder was? Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch. Drei Runden? Genug Benzin dabei, okay. Oh, stell dich mal auf Mager. Naja. Dann reicht's halt nicht. Das hatte ich auch noch nie, dass einer mit leerem Tank irgendwo. 87 Runden, ja, alles klar. Hä? Ja, 85. Blaue Flagge, blaue Flagge. Wagen hinter mir. Komm mal, 50 runter. Vielleicht kommen wir ja doch noch ins Ziel. Noch drei Runden, aber. Ja. Wenn man auf Mager stellt, tut er ja immer noch ziemlich viel wieder regenerieren eigentlich. Oh, 11 Sekunden vor Vettel. Jetzt muss ich mir aber hier. Scheiß Spoiler da, scheiß Eriksen. Nye. Ach ja! Da bremst halt nicht, Mann. Ach ja. Scheiß auf den Stroll, Alter. Oh, Virus hat den Stroll abgeschossen. Blaue Flagge. Gut, spare ich mir die Überrundung.
mal ein bisschen für Wirbel sorgen hinten, so wird's so langweilig, ey. Ich hab zwar jetzt einen roten Spoiler, aber damit hau ich das Ding jetzt einfach durchs Ziel. Ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren, außer den 20. Platz. Von daher. Oh, ins Ziel kommen, würde ich sagen. Oh. Also wenn man das. Gibt eh wieder keine Punkte. Von daher. Eigentlich Latte wie Käse. Wenn alle immer so, wenn alle. Das so denken komischerweise immer nur Versager, das ist das Problem. Okay, ja, streng dich mal an, Mensch. Ist das schlimm? Ins Ziel kommen ist doch auch schon immer was wert. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Guck mal, wie viele jetzt schon ausgeschieden sind. Machst du ja auch noch Plätze gut. Ja, 18 da, alles gut. Ja, da vorne steht doch noch einer. Ich werde wohl als letzter durchs Ziel gehen, was Benzin betrifft. Na gut, letzter kannst du ja nicht mehr werden, sind ja schon ein paar rausgeflogen. Komm, dreh die um. Das ist quasi so gesehen letzter. Ja, vom Fahren und Feld, ja, aber nicht insgesamt. Oh, 0,9 Runden, alles klar, steht schon auf Mager. Ich muss so lachen, ey. Oh, mit roten Flügel war jetzt ein bisschen tricky. So, 0,3, das ist gleich beides Benzin leer, das war's. 0,1. Und? Plus, jetzt rechne wieder hoch, alles klar. Oh, mein Teamkollege nur auf 12. Ja, kann man ja nicht meckern, ey. Gucken, wie weit der Virus noch kommt mit seinem Benzin. Er zählt bei mir gerade wieder hoch, steht wieder grün, komischerweise. Ja, wenn du auf Mager fährst, ist das so. Ah. Kommt da noch ein Ziel, sehr schön, sehr schön. Oh. Habe ich auch nichts mehr von. Na klar, wir sind angekommen, wir sind Ziel gefahren. Sind andere nicht? Und das unter den Bedingungen ist das schon nicht schlecht? Ha! Die Ironie, Alter. Wieso? Muss man immer so sehen. So, dann werden wir noch mehr Küken tun. Oh, beide Ferrari. Oh. Jetzt ist es soweit. Ist natürlich jetzt wegen Punkten ein bisschen doof. Toro Rosso hat sich einen Ruf als Talentschmiede erarbeitet und heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein beeindruckender Sieg. So, dann gucken wir doch mal eben auf die Gesamtwertung. Was haben wir denn da? Oh, Vettel der Zweite. Oh, 9 Sekunden nur noch, Alter. Raikön. Oh, wo ist denn der Hamilton abgeblieben? Auf 10 nur. Wow, sehr schön. Ja, dem habe ich vorhin mal ganz schön eingegeben, dieses dumme Schwein da. Ja, dann die beiden Red Bull-Fahrer da. Alles klar. So, Ranglisten. War auch nicht Rennleitung. Mal eben kurz reingucken hier, ob es irgendwelche Vorfälle gab. Oh, Kevin Magnussen, mechanisches Versagen. Ja, und halt dann, oh, Virus, Kollision. Zweimal hast du sogar einen Hamilton weggeballert, okay. Der Typ gibt mir so, ich hab so einen Hals. Ist halt die Hemmelwurst, ne, ist nichts Neues. Kackwurst, Alter. Deswegen hat der Perez, der Teamkollege, immer schön den 8. Platz noch und dann passt das, ey. Jo. Auch wenn's ja, mein Lieben. Ja, ich würde sagen. Würde ich sagen. Jo, mach. Hey, bis zum nächsten Mal. Ciao, V, euer Virus, euer Camilo. Ciao.